Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Bundesligaspiel frisch auf Göppingen gegen den Bergischen HC mit dem Endstand 27:30. Herzlich willkommen dem Gästetrainer und Glückwunsch an Sebastian Hinze und herzlich willkommen unserem Trainer Hartmut Meierhofer und unserem sportlichen Leiter Christian Schöne. Ja, Glückwunsch Sebastian und dann gleich dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich bin sehr, sehr glücklich und unfassbar zufrieden auch mit der Leistung meiner Mannschaft heute. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich habe ganz, ganz wenig zu meckern, eigentlich fast gar nichts, weil wir in der Abwehr von vornherein sehr, sehr gut standen. Haben es auch immer wieder geschafft, die schnelle Mitte und Gegenstoß. Das war schon ein enormes Tempo in der ersten Halbzeit. Das haben wir gut verteidigt, sind da eng gestanden, hatten da mit in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Probleme in der Phase, wo wir auch im Angriff Probleme hatten und immer so ein Tor gemacht haben, was, ja, das braucht man dann auswärts, das passt zu dem Tag, wo wir dann bei passivem Spiel den Ball nochmal einen Kreis durchstecken. So Sachen sind heute gelungen, von daher, wenn man sich das hinterher anguckt, muss man fast für uns von einem perfekten Auswärtsspiel sprechen. Wir hatten eine gute Torwartleistung, wir haben über den Gegenschuss immer wieder Nadelstiche gesetzt und hatten einen sehr disziplinierten Positionsangriff und Abwehr ist unsere Stärke und das haben wir heute gezeigt, glaube ich. Danke. Ja, vielen Dank, Sebastian. Dann kommen wir gleich zu unserem Coach. Hartmut, wie hast du das Spiel heute Abend gesehen? Glückwunsch an Sebastian. Das war ein absolut verdienter Sieg. BHC war definitiv die bessere Mannschaft heute. Wir hatten heute zwei ganz große Baustellen. Das war einmal die Effektivität im Angriff. Ich glaube, wir haben 11 Tore bei 28 Versuchen aus dem Rückraum. Und haben grundsätzlich ein großes Problem mit dem Kreisläuferspiel gehabt. Einmal in der ersten Halbzeit, wo Dari relativ viel gelaufen ist. Und dann in der zweiten Halbzeit, wo uns dann einfach auch die physische Präsenz gefehlt hat, um dann das zu verteidigen. Entsprechend sind wir enttäuscht. Wir haben uns das hier sicherlich anders vorgestellt, aber man muss wirklich neidlos anerkennen, BHC war definitiv die bessere Mannschaft. Dankeschön, Hartmut. Und last but not least, unser sportlicher Leiter, Christian Schöne. Bitte schön, Christian. Ja, auch von meiner Seite Glückwunsch an Sebastian und seine Mannschaft. Kann mich Hartmut nur anschließen. Verdienter Sieg. Der BHC hat, und das wussten wir vorher, ein gutes Tempospiel. Da haben sie immer wieder, sind sie immer wieder zu einfachen Toren gekommen, auch über die schnelle Mitte. Ansonsten, so wie Sebastian nur gesagt hat, geduldiges Angriffsspiel, sehr langes Angriffsspiel, wo wir dann teilweise über eine Minute gut verteidigen und dann aber uns nicht gut anstellen, einfach bei Pässen an den Kreis. Das hat dort überhaupt nicht funktioniert, das Verteidigen gegen Kreisläufer. Und wenn wir dann mal die Möglichkeit hatten, vielleicht ein bisschen zu verkürzen, dann haben wir auch den einen oder anderen Freien noch liegen lassen und dementsprechend geht der Auswärtssieg in Ordnung und für uns natürlich eine bittere Niederlage und dies aufzuarbeiten gilt jetzt. Ja, vielen Dank, Christian. Jetzt die Fragen. Wer macht den Start heute Abend? Alles super erklärt. Dann, wenn es keine Fragen gibt, vielen Dank. Sebastian, ihr habt jetzt noch 5,5 Stunden vor euch nach Wuppertal, gut nach Hauseweg und dann die Auswärtsspiele in Gummersbach und in Bietigheim. Und unsere Mannschaft reist dann nach Berlin und wir sehen uns gleich noch in der OSG-Lounge. Schönen Abend, auf Wiederhören.